für euch auf dem Rasen, auf dem Pfingstmontag das Finale des OZ-Pokals stattfindet. Für den Sportclub Viktoria und die TuS Germania Schnelsen geht es um den Einzug in den DFB-Pokal. Wir waren für euch bei der Pressekonferenz dabei und haben die letzten offiziellen Stimmen aller Beteiligten zum Spiel herangeholt. Pressekonferenz zum diesjährigen OZ-Pokal der Herren. Das ist halt unser Wohnzimmer hier, das ist unser Stadion. So wollen wir auch auftreten und das Spiel dann gewinnen. Wir haben hier noch eine Rechnung offen, wir Spieler mit denen. Das 6-1 tat ein bisschen weh und das wollen wir auf jeden Fall wieder gut machen im Finale. Also ich denke schon, dass wir Favorit sind. Wir sind Meister geworden. Wir haben in der Rückrunde ein Spiel verloren. Es ist ein Spiel, aber auf Augenhöhe. Germania Schnelsen hat eine sehr starke Mannschaft und ich denke mal, dass die Chancen für beide Mannschaften 50-50 stehen. Wir haben ein super Unterhaltungsprogramm, gute Musik von Alster Radio, ein tolles Gewinnspiel und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Also ich denke, das wird eine ganz heiß umkämpfte Partie zweier gleichwertiger Mannschaften. Viktoria ist zwar Meister, aber Germania hat lange um die Meisterschaft mitgespielt, hat tolle Spieler wie Stefan Rahn, der schon zweimal mit Viktoria den Pokal gewonnen hat. Und insofern wird das eine ganz spannende Sache werden mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Da kann es gut sein, dass es eine Verlängerung gibt und dass es bis zum bitteren Ende geht. Also ich denke, es lohnt sich zu kommen.